Meine Lieben, willkommen zurück. Ich bin Jessie. Willkommen zurück zu Teil 2 meines Videos von 22 in 2022. Ich habe das Video in zwei Teile geteilt. Der vorherige Teil kam vor ein paar Tagen raus, den verlinke ich euch hier oben. Da habe ich über die 11 Bücher gesprochen, die ich unbedingt dieses Jahr lesen möchte, und das ist jetzt Teil 2. Also schaut euch gerne Teil 1 an, da erkläre ich auch ein bisschen, was das Ganze hier ist und wie ich auf diesen Titel komme und wo das Ganze herkommt. Also schaut es euch gerne an. Wir machen gleich weiter mit den nächsten 11 Büchern, die ich dieses Jahr auf meinem TBR habe. Wieder eine ganz, ganz große Mischung verschiedener Autorinnen, verschiedener Genres. Ich freue mich auf jeden Fall auf jedes dieser Bücher. Und wenn ihr eins davon kennt, lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es schon gelesen habt. Und ansonsten lasst uns einfach anfangen. Das erste Buch, Starting Strong, mit einem meiner Lieblingsautorinnen, ist Im Herzen die Freiheit von Elisabeth Büchle. Das Buch habe ich vor kurzem gehault. Es ist ein relativ altes Buch von ihr, aber von so, so vielen Menschen das Lieblingsbuch. Und da habe ich immer dann so ein ganz großes Ohr, weil Lieblingsbuch, gerade für Leute, die viel lesen, ich habe viel mit Menschen zu tun, die sehr, sehr gerne lesen. Und wenn die dann sagen, dass etwas ihr absolutes Lieblingsbuch ist, das ist wirklich die Wortwahl, die oft gewählt wurde, dann kribbelt es mich in den Fingern. Ich habe jetzt vor kurzem im ersten Buch gelesen, bei dem es mehr oder weniger um das Thema geht. Hier bewegen wir uns in den USA und ja zu der Zeit der Sklavereiabschaffung. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert, worüber ich wie gesagt vor kurzem im ersten Buch gelesen habe. Das heißt, ich will jetzt erstmal ein bisschen warten, das andere Buch sacken lassen. Es ist doch sehr aufreibend auch, und wir begleiten hier ein junges Mädchen, das aus Deutschland wegziehen muss zu ihrer Verwandtschaft nach Amerika und eben dann mit diesem Riesenproblem und diesem Thema konfrontiert wird und sich dann der Gruppe Sklavenbefreier anschließt, und dann geht es natürlich drunter und drüber, kann man sich ja vorstellen. Also wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Buch. Wenn es von so vielen Menschen das absolute Lieblingsbuch ist, dann bin ich mir sicher, dass ich es auch sehr gern mögen werde. Und ja, bei meinen Büchern 13 bis 16 weiß ich ganz genau, was ihr denken werdet. Was um alles in der Welt. Und zwar sind das Bücher, die wurden mir vor ein paar Monaten zugeschickt, schon etwas länger. Die habe ich auch in meinem Kanal schon vorgestellt, in meinem Video über meinen Sub. Das verlinke ich euch gerne hier. Das ist ein sehr beliebtes Video. Ich glaube, viele Menschen sind so interessiert daran, was andere Leute auf ihrer schlechten Gewissensleseliste haben sozusagen. Und ich bin immer noch nicht wirklich mit diesen Büchern weit gekommen, weil es ist halt eine Reihe und das intimidiert mich immer so ein bisschen, weil ich dazwischen nicht zu viel Zeit verlieren möchte. Die sind lose miteinander verbunden, aber trotzdem irgendwie miteinander verbunden. Und das ist die Meindorf-Saga von Michael Meinert. Und ich weiß, die Cover. Mir wurde das damals zugeschickt vom Akuo Verlag. Der Akuo Verlag hat den Boas Verlag übernommen und auch das ganze Lager vom Boas Verlag. Und ja, die Bücher wurden eben im Boas Verlag verlegt mit Covern, die meiner Meinung nach jetzt nicht so ansprechend sind. Warum ich die Bücher aber angenommen habe und warum ich mich so sehr gefreut habe, dass sie mir zugeschickt wurden, ist einfach, die Bewertungen sind wahnsinnig gut. Also ich habe so viele Bewertungen mir durchgelesen, auch Feedback von Leuten bekommen, die mein Sub-Video damals gesehen haben, die sagen, die Bücher sind mega gut. Und auch Paul vom Akuo Verlag, der mich damals angeschrieben hatte, hat gesagt, er würde die Bücher sehr gerne neu verlegen. Optisch natürlich viel ansprechender, aber das macht man erst, wenn das Lager leer ist. Und ich will mich selbst challengen, da einfach den Blickwinkel ein bisschen anders zu sehen. Ich kaufe auch Bücher ganz, ganz oft, weil ich sie schön finde, oder kaufe sie nicht, weil ich sie nicht schön finde. Das ist halt einfach so ein optisches Ding, so ein der Sinn für Schönheit. Aber die Bücher sind gut, der Inhalt ist gut, und ich habe auch Interviews mit Michael Meinert gelesen. Ich finde ihn sehr, sehr weise und total interessant, was seine Ansichten sind und wie er einfach den Glauben auch in den Büchern verwoben hat. Und da bin ich einfach gespannt. Wie gesagt, die Bücher sind nicht sehr schön, aber ich würde mich echt freuen, wenn sie mir gefallen und wenn wir alle so ein bisschen von unserer Oberflächlichkeit dann vielleicht einen Schritt zurücktreten können. Aber das sind meine Bücher, die ich unbedingt dieses Jahr lesen möchte. Die liegen schon länger auf meinem Sub, und das ist definitiv ja etwas, was ein bisschen drängt für mich. Buch Nummer 17 wird für viele von euch auch kein unbekanntes Buch sein. Das ist Eden Culture von Dr. Johannes Hartl. Ich folge Johannes schon länger auf Instagram, und das Buch ist für mich schwer zu definieren, um was es wirklich geht, aber ich weiß, dass ich es lesen möchte. Also ich finde Johannes total interessant und folge auch seiner Gemeinde, und ich verlinke euch gerne die Accounts auch unten in meiner Infobox, wenn ihr ein bisschen mehr darüber lesen möchtet. Aber dieses Buch beschäftigt sich, so wie ich es verstanden habe, mit einfach Glaube und Schönheit. So ein
bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen plump, aber ich kann euch nicht genau sagen, um was es geht. Vielleicht sagt euch der Titel ja schon mehr, als ich jetzt hier wiedergeben kann, aber ich freue mich einfach auf das Buch. Ich werde es mir jetzt holen, ich habe es tatsächlich noch nicht auf meinem Sub, aber wenn ich es dann gelesen habe, und es wird hoffentlich ganz, ganz bald sein, vielleicht im März schon, dann erzähle ich euch davon. Buch Nummer 18 ist God of All Things von Andrew Wilson. Das ist ein Buch auf Englisch. Ich möchte auch gerne auf dem Kanal ein bisschen englische christliche Bücher vorstellen. Einfach weil, ja, teilweise gibt es noch keine deutsche Version davon und das dauert einfach noch, bis die deutsche Version rauskommt. Und es gibt sehr, sehr viele gute englische Bücher. Der Markt ist dann natürlich einfach ein bisschen größer und teilweise, ja, interessieren mich die Themen so sehr, dass ich es dann eben auf Englisch lese. Ich bin mir sicher, dass auch viele von euch gerne Englisch lesen, wenn es nicht zu kompliziert ist, wenn man nicht Kopfschmerzen davon bekommt und auch alles versteht. Und deshalb möchte ich auch gerne das immer mal wieder so ein bisschen aufmischen und euch auch englische Bücher vorstellen. Und dieses Buch beschäftigt sich mit einem Thema, zu dem ich gerade ein anderes englisches Buch lese tatsächlich, das aber sehr, sehr schwer ist. Also es ist, man kann es nicht irgendwie vorm Schlafengehen lesen, weil dann schläft man sofort ein. Es ist wirklich anstrengend und kompliziert. Ich bin mir sicher, dass wenn ich dann über den Berg bin und das Buch gelesen habe, dass ich es sehr, sehr gut finde. Davon habe ich euch in meinem Januar-TBR erzählt. Ich verlinke euch das Video, dann wisst ihr, um welches Buch es geht. Hier geht es um das gleiche Thema, aber ich glaube, es ist literarisch einfach ein bisschen weniger anspruchsvoll. Und einfach, ja, es geht um die guten Dinge auf der Welt und wie wir damit umgehen sollen. Also wie sehr dürfen wir als Christ genießen, wie sehr dürfen wir als Christ auf dieser Erde die Dinge, die Gott uns schenkt, annehmen. Kommen die überhaupt von Gott oder sind es doch nur Götzen? Und das Thema finde ich einfach sehr, sehr spannend. Ich denke, dass man da in seinem eigenen Glauben viel lernen kann und vielleicht auch eine neue Sichtweise einfach auf Dinge bekommt. Und ich finde das Thema cool, ich finde das Buch ist optisch auch echt gelungen und ich möchte euch gerne mehr englische Bücher vorstellen und all diese Kriterien haben es eben dazu gebracht, dass das Buch auf meiner Liste für 2022 ist und ich freue mich echt drauf. Buch Nummer 19 ist schon wieder ein Buch von Elisabeth Büchle, es tut mir echt leid, Leute, aber ich habe so viele Bücher von ihr, die ich unbedingt dieses Jahr lesen möchte und die einfach perfekt in die Liste passen. Das ist Die Magd des Gutsherrn, das habe ich euch in meinem letzten Haul vorgestellt. Ich habe ein bisschen anderes Cover, ich finde mein Cover ein bisschen schöner, aber ich habe nicht so ein gutes Bild davon gefunden, also hier das etwas neuere Cover, aber nichtsdestotrotz, es geht um eine junge Frau, die eines Nachts aufgefunden wird und ihr Gedächtnis verloren hat, die dann bei einem Gutsherrn einfach als Magd arbeitet, bis sie sozusagen wieder rausfindet, wer sie ist. Und ja, die einfach in dem ganzen Buch, es ist ein relativ dickes Buch, deshalb finde ich das umso spannender. Ich liebe ja so dicke Schmöker, die in dem ganzen Buch mehr oder weniger versucht rauszufinden, wer sie ist, warum sie genau dort aufgefunden wurde, was sie eigentlich dort gemacht hat und wer sie verfolgt. Also es sucht sie jemand auf der anderen Seite. Und es wird so ein bisschen als eine Schnitzeljagd dargestellt, dieses Buch von ja, einer Person, die versucht, sich an sich selbst zu erinnern und Personen oder eine andere Person, die sie eben sucht, ob gut oder böse, wissen wir noch nicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das Buch ist, wie gesagt, alt, aber man kann es immer noch kaufen, was ein sehr wichtiges Kriterium ist. Ich kaufe und lese tatsächlich so oft Bücher, die nicht mehr verlegt wurden und ich fasse mir immer wieder an den Kopf. Warum mache ich das? Ich gucke einfach vorher nicht nach. Es ist ein Buch, wo die Geschichte mich voll interessiert und dann kaufe ich es mir und dann merke ich, vergriffen, nicht lieferbar und auf Amazon irgendwie nur noch so 10 Bücher und dann gibt es nichts mehr. Also total blöd von mir. Und dieses Buch gibt es tatsächlich noch. Es wird immer noch verlegt, jetzt auch in diesem neuen Design. Und ich möchte es unbedingt lesen. Ich denke, es wird ein Buch, das ich mir vielleicht eher so gegen den Sommer durchlesen werde, weil es echt dick ist. Und dann habe ich, ich habe das Gefühl, im Sommer lese ich irgendwie ein bisschen mehr als jetzt im Winter. Vielleicht geht es euch gerade andersrum. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich habe das Gefühl, im Sommer bin ich mehr draußen und dann lese ich auch lieber. Aber ich freue mich sehr auf das Buch und ihr wisst, ich mag Elisabeth einfach sehr gerne. Buch Nummer 20 ist ein Klassiker. Klassiker schlechthin, Das ist Pardon, ich bin Christ von C.S. Lewis. Das wurde jetzt zum 50. Jubiläum sogar noch neu übersetzt. Also sehr, sehr cool. Und ich habe das schon mal gelesen, aber es ist unfassbar lange her. Ich kann mich an kaum was erinnern. Und letztens habe ich irgendwo einen Input gesehen, dass es ein Buch ist, wo ganz, ganz clever sozusagen der Glaube erklärt wird. Und ich kann mich so vage an Sachen erinnern. Ich mag C.S. Lewis total gerne. Ich habe ihn jetzt durch seine Biografie, die ich euch auch vorgestellt habe vor ein paar Wochen, paar Monaten schon, ein bisschen besser kennengelernt und auch lieben gelernt. Und ich würde einfach sehr, sehr gerne den Klassiker lesen. Das Buch habe ich noch nicht. Das werde ich mir noch holen. Aber ich denke, das hat eigentlich fast jeder im Bücherregal. Und es ist bestimmt auch wieder ein Buch, das man sehr, sehr gut Nicht-Christen ausleihen und schenken kann. Und ich habe einfach Lust, so ein bisschen auf die C.S. Lewis'sche Logik
Hinter dem Glauben. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Also, das ist mein Buch Nummer 20 und ich freue mich sehr drauf. So, das Buch Nummer 21, das ich dieses Jahr unbedingt lesen möchte, ist wieder ein Buch von C.S. Lewis. Ich habe die zwei gerade hintereinander gemacht. Das ist Unterweisung an einen Dienstteufel. Nee, Dienstanweisung an einen Unterteufel, so. Ich habe ja die Biografie von C.S. Lewis gelesen und da habe ich erst rausgefunden, wie viele Bücher der Mann eigentlich geschrieben hat. Also viel mehr als jetzt nur Narnia, wer hätte es gedacht. Unfassbar viele Bücher. Teilweise waren es aber auch Bücher, die geschrieben wurden, bevor er Christ wurde. Also war ich mir so ein bisschen unsicher, okay, weil die teilweise auch sehr kritisch sind. Aber dieses Buch habe ich letztens, irgendwie ist es auf Instagram wieder aufgeploppt für mich. Und ich dachte so, und diese Person hat das Buch extrem gehypt, die darüber eine Story gemacht hat. Und ich dachte so, ja, das wollte ich doch eigentlich auch lesen. Also kam es auf meine Liste. Da geht es im Prinzip, ich glaube, das ist fast wie so ein Theaterstück aufgebaut. Oder so habe ich das mehr oder weniger verstanden. Wo der Glaube auf eine ganz clevere Art und Weise wieder im C.S. Lewis-Style, wie er scheinbar einfach das so macht, ganz, ganz clever und so ein bisschen witty, also so ein bisschen mit Augenzwinkern logisch erklärt wird. Und da habe ich einfach Lust drauf. Also Pardon, ich bin Christ ist vielleicht ein etwas, ich glaube, Pardon, ich bin Christ ist ein bisschen ernsterer, was das Thema angeht oder ein bisschen nicht so witzig, aber ich glaube, Unterweisung an einen Dienstteufel, warum? Ich glaube, dieses Buch ist einfach ja auch ein bisschen witzig, vielleicht auch ein bisschen ja augenöffnend. Ich weiß nicht so genau, um was es geht, aber es wird sehr gehypt. Es ist ein Klassiker von ihm und ich habe einfach extrem Lust, auch mal dieses Genre so ein bisschen zu exploren dieses Jahr. Ich lese extrem viel Romane, ich lese sehr, sehr viel historische Romane. Ich habe ein bisschen angefangen, New Adult zu lesen, aber das ist leider nicht so meins. Ich weiß, viele von euch lieben diese Genre, aber ich komme damit nicht so klar. Also, wenn ihr eine gute Empfehlung habt, die, ich weiß, da geht es immer um Liebe, aber die das auf eine ganz schöne Art und Weise, natürliche Art und Weise wiedergibt, dann lasst es mich gerne wissen. Und ja, ich freue mich einfach auch ein bisschen neue Genres dieses Jahr zu exploren und hier habe ich gedacht, bei der Liste passt es sehr gut. Und ja, tatsächlich habe ich nur 21 Bücher. Ich weiß, es ist ein bisschen Cheaten, aber ich habe gedacht, bevor ich jetzt einfach irgendein Buch aus meinem Regal suche, ja, was mich jetzt nicht mega in den Fingern kribbelt, das zu lesen oder wo ich einfach vielleicht auf einer anderen Liste gerade habe. Es kommen immer mal wieder so Text von mir. Auf jeden Fall fehlt mir ein Buch und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einfach euer absolutes Lieblingsbuch in die Kommentare schreibt. Weil ich bin mir sicher, dass da auch eins dabei ist, das ich nicht kenne, das ich auf jeden Fall lesen muss. Also lasst mich gerne wissen, ohne Spoiler, einfach nur den Titel und vielleicht, warum ihr es gerne mögt. Und das wird dann mein Buch Nummer 22. Ich sage euch dann auf Instagram, was ich ausgewählt habe im Endeffekt. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ihr habt immer die besten Ideen. Ihr bringt mich immer auf so viele neue, coole Bücher. Danke dafür. Und ja, ich hoffe, es ist kein Cheaten. Aber wie gesagt, ich wollte das auf eine natürliche Art und Weise machen. Also lasst mir gerne einen Kommentar mit eurem Lieblingsbuch da. Und dann, ja, freue ich mich, das auch zu kaufen und zu lesen. Ja, meine Lieben, das waren jetzt meine 21 Bücher für 2022. Ich habe ja ein Buch noch offen gelassen. Würde mich einfach freuen über euer Feedback, welches Buch denn diesen Ehrenplatz sozusagen einnehmen darf. Lasst es mich gerne wissen, schreibt mir gerne. Und ja, das waren meine Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es auch gut, dass ich Teil 1 und 2 gemacht habe. Und ja, vielleicht habt ihr neue Inspirationen. Vielleicht kennt ihr einige der Bücher schon und ich werde dieses Jahr eins eurer Lieblingsbücher lesen. Das wäre natürlich auch sehr cool, lasst es mich gerne wissen. Wenn das der Fall ist, da freue ich mich natürlich noch mehr drauf. Und ich wünsche euch ja, eine wunderschöne Woche, kommt gut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!